wo ist jetzt euer Gewürz? Da ist euer Gewürz, mal. So. Da niemand? Das Schiff da drüben. Warten wir noch kurz ab. Moment. Okay, ist es weg. Schnell. Hochbeam, hochbeam, hochbeam. Ach, verdammt doch nicht den... nein, nein, alliierten Reparatur. Ach Mist, den Burschen hätte es beinahe erwischt. Wie viel haben wir jetzt eigentlich abgesackt? 12. Auch nicht schlecht. Oder wirklich 12? Keine Ahnung. Egal, wir fliegen mal weiter. Da hätten wir schon wieder grünes Gewürz. Ebelea, Funksignale des Fettireiches. Haben die zu viel Fettiges gefressen oder was? Was tust du hier, Ungläubiger? Die klingen sauer, da werde ich nicht vorbeigucken. Da haben wir schon wieder... Livia ist bewohnt. Was haben wir denn? Rubel 2. Ich kenne einen Planeten, der heißt Rubel, aber der hat keine Zahl. Ach, Steve-reich, guckste. Willkommen, willkommen. Es ist immer eine Freude, Freunde wiederzusehen. Warte, warte, sag nichts. Ich weiß, dass deine Unterlagen hier irgendwo rumliegen. Wir kennen uns doch, oder? Ich vergesse niemals ein so interessantes Schiff wie deines. Blicke auf. Ich komme von dem großartigen, unmächtigen Planeten Herpes. Ich muss den Namen dringend noch ändern. Wir sind uns einig, dass du ganz toll bist. Gibst du uns jetzt ein bisschen Geld aus? Ja, meinetwegen. Wieso eigentlich nicht? Komm, verkaufen wir denen mal was. Ich weiß, die haben das anders gemeint, aber komm schon, da ist doch drauf. Okay, wir könnten allerdings mal eine Tankung und eine Reparatur benötigen. War mir eine Ehre, dich kennenzulernen und... Stellt eigentlich irgendjemand von euch gerade fest, wie super schief diese Piraterie läuft, anstatt Planeten auszurauben, Aliens zu morden und Gold zu stehlen? Naja, Gold gibt's eigentlich nicht. Finden wir haufenweise neue Freunde. Also so funktioniert das eigentlich ja nicht. Gucken wir mal bei denen nach. Habt ihr vielleicht was? Ja, T2. Fat Bird Reich. Hat das Universum doch tatsächlich wieder eine neue Spezies produziert. Doch ganz feucht hinter der Eierschale. Ihr findet mich richtig süß. Dürfen wir mit dir spielen? Sag mal, du hast sie wohl nicht mehr alle, oder? Du hast wohl bei dir Pieps wohl. Nein, ich will keinen Regenschirm. Wieso wollen wir in letzter Zeit alle Aliens in Regenschirm andrehen? Das ist ein bisschen suspekt. Aber immerhin T2 und 3 Gewürzladungen. Komm, das lohnt sich doch gar nicht. Das ist ja bemitleidenswert fast schon. Hat der da drüben wenigstens was Vernünftiges? Ach, rotes Gewürz, das lohnt sich auch nicht wirklich. Da drüben, Sühnen. Sorry. Bin schon wieder weg. Jetzt darf ich nur nicht die Orientierung verlieren. Da drüben waren wir. Wir sollten uns mal nach da oben vorarbeiten. Irgendwo Mandana. Was haben wir denn da drin? Gelbes, grünes Gewürz, Buliana, dann nix drin, was haben wir denn da drin? Da haben wir auch nichts Interessantes, was haben wir da drin? Lack, tja, da kein Lack. Aidiane, klingt auch so komisch. Da hätten wir eine Stammesphase, aber gut. Lyle, was ist da drin? Grünes Gewürz, Syn 2, wir waren vorhin beim Syn 1, oder? Oh Mann, also irgendwie wird das hier immer trostloser. Hier übrigens eine Fabel, ne, Fable, Sigwops, also Liebes Max ist, also wirklich diese Namen, die sind, ach, gucke mal, auf dem Planeten Doremas, Fünfer, die haben Fünfer im Lotto gewonnen, oder wie? So, ich muss mich nochmal kurz räuspern und jetzt gucken wir mal. Während die Framerate wieder unter 22 sinkt und jetzt wieder auf 25 ansteigt. Was zum Geier ist das denn? Ein Kuckucksei oder wie oder was? Wie darf man das verstehen? Habt ihr da jemanden beerdigt? Sag mal, was geht denn hier ab? Das ist ja mal voll... Da drüben ist das Gewürz. Naja, hat sich ja gelohnt. Okay, einfach mal weiter zu den Greenies. Weiter zu Greenpeace. Habt ihr wenigstens was Vernünftiges? Halt, nein, das will ich haben. Naja, eine Gewürzladung, das ist ja nicht wirklich, also... habt ihr denn noch... Ja, Hamse, gib mal her das Zeug. Ach, müsste jetzt haben wir so einen Bewohner hochgebeamt. Da. Lun.
108 pro Stunde. Dann gucken wir mal, was die jetzt produziert haben. Wenn sie überhaupt was produziert haben, ja, da drüben. Bringe er mich mal runter und dann die Dinger schweben. Wenn das Fabriken sind, wo die arbeiten, dann frage ich mich, wie die da reinkommen. So, eure 2-5er Intelligenzen, die könnt ihr mal behalten. Jetzt habt ihr doch sicherlich auch noch gelbes Gewürz für mich übrig, oder? Gib mir her das Zeug. Nein, nicht deine Bürger sollst du hergeben, sondern das Gewürz. Da, so, das Zeug kannst du behalten. Da kommt... wo haben wir das nächste? Da waren wir schon. Fliegen wir doch mal runter zu Winker. Sekunde mal, wie lange nehme ich denn... Feindliche Hofus greifen den Planeten Glück an. Das ist schön für ihn. Er wird bestimmt so viel Glück haben, den Angriff zu überstehen. Und die haben offenbar überhaupt kein Gewürz. Geizhälse! Okay, einfach weiter zum nächsten. Ist überhaupt kein Problem. Da unten. Da ist doch wieder was. Gib mal her das Zeug. So, schon 22 gelbe Gewürzladungen. Jetzt noch zu Aber. Aber, da werden wir warten. Der wird nämlich gerade eingenommen. Von zwei verschiedenen Reichen. Das ist ja von zwei verschiedenen Nationen. Das ist ja der Hammer. Jetzt habe ich schon wieder diese... Toll, ich habe die Einwohner hochgeblieben, aber nicht das Gewürz. Das ist doch, komm, runter mit dem Klump. So. Das wär's. Und jetzt schauen wir doch mal. Jetzt sind da noch 31 Gewürzladungen unten. Aber das darf doch nicht wahr sein. Jetzt fliegen wir erstmal darüber und holen da dieses Spezialobjekt, was hier wieder rumflacken soll. Hat ich eigentlich schon erwähnt, dass das eine Falle ist? Naja, immerhin, sie droppen ein bisschen Kohle. Hab ich eigentlich schon mal erwähnt, dass es in letzter Zeit wieder saukalt geworden ist da draußen? Also jetzt nicht ins Bohr, sondern im Real Life. Aber egal, wir werden jetzt erstmal zusehen, dass wir unser Klumpatsch irgendwo verkaufen. Wo geht's denn nach Hause? Ach, da hinten. Okay, dann schauen wir mal, kann ich denn... Ich kann da lang, dann kann ich bestimmt hier hin und dann dorthin, dann dahin, dann dahin, dann dahin, dann dahin, dann dahin und dann hier und dann... Was wollt ihr jetzt schon wieder? Du bist auf unserem Gebiet, können wir dir helfen? BFC, bei euch war ich doch gerade. Was wollt ihr? Was tust du, Ungläubiger? Ach, Junge, von deiner Sorte kenne ich genug. Loda Gotta, das ist auch so ein komischer Planeten-Systemname. Da haben wir ein schwarzes Loch, nicht zu nah hinfliegen. Komm ich hier denn jetzt irgendwie wieder... Komm ich denn jetzt hier? Hallo? Total verflogen gerade, das war eine richtig schöne Sackgasse. Okay, dann fliegen wir eben den ganzen Weg wieder zurück. Ich sollte mich mal kurz wieder aufladen. Kurze Auftankung. So, jetzt mal an unseren ganzen Bekanntschaften vorbei. Meine Güte, ich hoffe, hier will keiner ein Bündnis oder so haben. Das wäre ja lästig. Weil bei so vielen Verbündeten, da kannst du sicher sein, dass der Konflikt vorprogrammiert ist. Von wegen, nein, ich will deine Gewürze haben. Nein, wir wollen deine Gewürze haben. Okay, laden wir nochmal auf. Wir fliegen mal kurz nach Hause. Na komm schon, nochmal aufladen. Okay. Okay, da wären wir wieder. Trautes Heimglück allein oder irgendwie so hieß das. So, dann... Nein, ich werde eure komischen Sonnensysteme nicht terraformieren. Aufladen, reparieren, Handel. Das ist mir zu wenig. Okay, wir könnten jetzt mal die da drüben fragen. Was nehmt ihr denn für das ganze Zeug? Auch viel zu wenig. Okay, dann fragen wir jetzt mal bei dem Planeten Glück nach. Nein, warte, das war er nicht. Das war er. Was gebet ihr mir denn so? Ach, jede Menge Gewürz. Danke für nichts, wenn du schon diesen hübschen Flugapparat hast. Ja, ist ja gut. Das ist mir ehrlich gesagt auch viel zu wenig. Also, das geht... Halt, 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 halt. Da, wo, hier, nein, dort, wo denn? Da unten. Haben wir da sonst noch irgendwo was? Nein, nur hier, okay, auf dem Planeten Bord. Was haben wir denn da unten? Lass mal sehen. Ach, und diesmal ist es ausnahmsweise keine Falle. Halt, falsche Richtung, da hinten geht's lang. Und Menschenskinder, ich muss langsam mal meinen Monitor wieder ein bisschen putzen. Der ist ja schon ganz schön verstaubt und verdreckt. Das war das blaue Geländefärbung. Mach mal. Flatsch. Ja, die Änderungen, die sind wirklich deutlich sichtbar. Naja, aus dem Weltall sieht man es ein bisschen. So,
bevor es weitergeht, werde ich jetzt als allererstes mal die verbündeten Schiffe nach Hause schicken. Ich habe nämlich keinen Bock, meine Beute mit euch teilen zu müssen, nur weil ihr meint, ihr wärt dabei gewesen. So, jetzt noch ganz schnell das Klumpatsch da hinten aufsammeln, diese seltenen Objekte, bevor sie verschwinden. Das wäre nämlich nicht sehr schön. Bringen wir rund auf den Planeten. Da hinten geht's lang. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist es ja. Was haben wir jetzt schon wieder gesammelt? Rothimmel, den haben wir doch schon. Verstehe ich nicht. Wieso kann man denn hier die Objekte zweimal sammeln? Das macht es doch nur noch schwerer, alle Objekte zu finden. Na egal, was haben wir hier? Hoffentlich ein seltenes Objekt, was wir auch verkaufen können. Natürlich nicht. Was ist das? Tentakelhügel. Das können wir eigentlich mal einsetzen. Oh. Interessant. Kommt da jetzt Lava raus? Irgendwie sehen die Dinger aus wie Pickel, aber gut. Jetzt mal zu euch erstmal. Nein, zu euch erstmal. Meine Güte, muss ich mich oft räuspern hier mit dem ganzen Gequatsche. Also das Ding, versteinerte Überreste eines ziemlich unheimlichen Dings. Moment. Wir gehen davon aus, dass es sich hier um die Reste eines großen Ungeheuers handelt. Ich meine, ihr Kopf ist riesig. Entsprechend groß muss der Rest des Körpers gewesen sein. Man stelle sich diesen riesigen Schädel auf einem winzigen Körper vor. Das wäre doch saukomisch. Immer wieder die Frage, hey Wasserkopf, wozu die große Birne? Oh Mann, ein Spaß. Ja, jedenfalls fühlen sich Anthropologen wesentlich besser, wenn sie denken, ein großes Ungeheuer entdeckt zu haben. Also belassen wir es dabei und verkaufen das Ding einfach, damit Ruhe ist und sich keiner mehr drum streiten kann. Das ist mir allerdings alles viel zu wenig, Herrschaften. Was bieten die denn an Preise an? Ja. Auch viel zu wenig. Das gibt es doch nicht, dass die ganzen Preise eingesunken sind, eingefallen sind. Was haben wir denn da hinten noch am blaues Gewürz alles? Das sind schon wieder seltene Objekte. Okay, dann lass mal sehen, was... ach Mensch, viel zu wenig, Junge. Zu wenig. Charmina, sollten wir auch mal... Oder Charmina. Warte mal, woher... Ach ja, Termina. Woher kommt mir der Name bekannt vor? War das aus dem Film oder sowas? Ich weiß es nicht. Da ist schon wieder... Mein Gott, diese Planetenformwerkzeuge, die interessieren doch... Oh, Kristallschlucht. Lass mal sehen, lass mal sehen, lass mal sehen. Die setzen wir am besten mal... Dieser Planet ist schon so durchlöchert, als hätte hier irgendjemand gespielt. Ich setze das Ding einfach mal... da. Na, das Teil gibt aber Gas, hä? Und, oh, nett. Nett, ja doch, nett, das finde ich nett, das ist, ja. Gucken wir mal auf dem anderen Planeten, wo war der denn jetzt? Der war es nicht, der war es nicht, der war es, Charmina. Termina, woher kommt mir dieser Name bloß bekannt vor, das gibt's doch nicht. Okay, wo ist denn das Objekt und lass es bitte etwas sein, was ich verkaufen kann. Männchen, Kinder. Das gibt es doch nicht. Blaue Geländefelder. Die haben wir doch schon. Also das ist doch ein wenig traurig hier. Okay, fliegen wir mal zu euch weiter. Mal gucken, was ihr so habt. 10 grüne Gewürzladungen. Okay, und was gibt ihr mir jetzt für gelbes und rotes? Ha, also für rotes... knappe 9000. Komm, da geht noch mehr. Da, T3, die bezahlen doch da bestimmt einen guten Preis. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich, nicht wirklich, nicht wirklich. Okay, lassen wir es gut sein dabei. Ich werde jetzt mal zusehen. Ach, ich müsste eigentlich die Aufnahme beenden, weil ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Der Speicherplatz reicht doch nicht. Ich werde jetzt mal ganz schnell abspeichern. Menschenskinder, Menschenskinder. Okay, ich werde jetzt noch ganz, ganz schnell, aber wirklich super schnell bei unseren Verbündeten nachgucken, bei deren T3 Heimatplaneten, wie viel die uns geben. Und dann hoffen wir mal... Ach, Mensch, 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 für das Grüne.
Und hier... Na ja, gut, hauen wir mal das lila Gewürz raus. So. Moment, bei euch schmeißt mal ganz schnell das grüne Gewürz raus. So, das raus. Und nee, jetzt reicht's. Ich finde, ich nehme viel zu lange auf. Das haut mit dem Speicherplatz da vorne und hinten nicht hin. Das war schon so knapp mit der Far Cry-Aufnahme, die ich da neulich getätigt habe. Ich speichere an der Stelle 4.608.000 Spore-Dollar. Und ja, ich sehe es wieder, weil ich spiele wieder auf Fullscreen. Wie auch immer, jetzt erstmal nochmal speichern. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal von euch. Bis zum nächsten Mal in Spore. Tschüss!